Sommerferien, die könnten so, so schön sein. Heiße Temperaturen, chillen am See und gelegentlich eine Runde schwimmen. Doch daraus wird für viele Berliner Kids nichts, denn sie sind nicht Schwimmer. Laut einer Statistik können in einigen Bezirken bis zu 30% der Schüler nicht schwimmen, in Neukölln sogar über 40%. Da muss was gemacht werden, dachte sich auch der Berliner Senat für Bildung, Jugend und Wissenschaft und geht gemeinsam mit dem Berliner Schwimmverband neue Wege. Der BSV unterstützt in einem Pilotprojekt 25 Berliner Schulen mit zusätzlichen Trainern beim Schwimmunterricht. Das sind die Schulen, die nach der letzten Erhebung mit den Nichtschwimmerzahlen insgesamt, sage ich mal, nicht so gut abgeschnitten haben. Diese Schule haben wir für das Projekt gewonnen. Und wir wollen den Schulen Hilfe anbieten. Und was bietet sich besser an, als dort Experten vom Schwimmverband dazu zu holen? Seit Mai werden die Kinder von der Charlie Chaplin Grundschule aus Reinickendorf zusätzlich von Krisimir Czasz unterrichtet. Der frühere Vize-Weltmeister kümmert sich vor allem um die Schüler, die gar nicht schwimmen können. Der Hauptgrund und das, was man immer wieder hört, ist die Angst der Eltern. Wasser, geh da nicht hin, mach's nicht. Und deswegen haben die Kinder eine natürliche Angst vor dem Wasser. Und Hauptaufgabe beim Schulschwimmen wird sein, dass diese Angst bewältigt wird. Und damit haben insbesondere die Trainer beim Verband oder die in den Vereinen tätig sind, Erfahrungen. Und ich verspreche mir ganz viel davon, wenn diese Erfahrungen mit rübergetragen werden, ins Schulschwimmen. Das Schuljahr neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. 2 Monate wurden die Kids vom Profi gecoacht. Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich bin ganz stolz, das Ganze jetzt, das ist letztes Mal jetzt heute. Und dann haben wir im Moment ja nur noch 5 Kinder, die, man kann nicht sagen, dass die Schwimmer sind, aber ja, die sind nicht komplett Nichtschwimmer. Ja, die haben keine Angst vom Wasser und das ist ganz wichtig. So, mir gefällt, dass er gut schwimmen kann und dass er mit uns schwimmt und dass wir manchmal zusammen lachen. Es war wichtig, dass Herrn Czasz gekommen ist, also dass er gekommen ist. Doch Herr Czasz hilft nicht nur den Kindern, sondern auch den Lehrern. Na, was natürlich ganz toll ist, ist, dass er mit ins Wasser geht und die Kinder dadurch ganz anders motivieren kann. Viele Kinder, das sagen mir die Kinder also auch selbst, haben in den letzten Wochen wirklich Hemmungen verloren, Angst verloren vor dem Wasser. Und das führe ich auch schon darauf zurück, dass Herr Czasz mit ins Wasser geht. Die Zusammenarbeit klappt sehr gut, sehr unproblematisch, aber sehr professionell. Also nur Positives vom Beckenrand, ob das Projekt Schule macht. Nun steht allerdings noch aus. Bedenkt man, dass man den Kindern dadurch nicht nur die Sommerferien, sondern unter Umständen auch das Leben retten kann? Ja, da sollte es denn keine 2 Meinungen geben.